eingeschaltet habt. Heute ist wieder Beauty Time. In letzter Zeit gibt es sehr viele Beauty Videos bei mir, aber ich bin auch super doll in Schminklaune und kombiniere wieder verschiedene Kosmetikprodukte miteinander und ich bin wieder total in der Testphase. Deswegen ist es wieder ein bisschen beautyhaft bei mir. Dennoch dachte ich mir, zeige ich euch einfach jetzt, wie meine momentane Foundation-Routine ausschaut, denn ich hatte euch einmal gefragt, ob ihr Interesse haben solltet an meiner Foundation-Routine und deswegen bin ich hier am Start für euch und habe sie abgedreht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Falls ihr Lust haben solltet, denn dieses Rundum-Make-up werde ich jetzt nicht zeigen, denn ich zeige euch, wie gesagt, nur meine Foundation-Routine. Aber falls ihr Lust haben solltet und ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann klickt doch mal hier rein, denn hier habe ich den Get the Star Look von Taylor Swift geschminkt und dementsprechend ist das das Ergebnis und wenn ihr die Schritte sehen wollt, wie ich das einzeln so Schritt für Schritt hingekriegt habe, dann schaut es euch doch mal an. Es ist ein super tolles Kooperationsvideo mit ganz tollen anderen YouTuberinnen geworden. Mal so eine Frage an euch. Wie sieht das eigentlich bei euch im Sommer aus? Seid ihr da eher so der Typ, die sich weiterhin schminken? So komplett durchs ganze Jahr durch? Oder sagt ihr dann, im Sommer ist eher so die Zeit, wo ich mich nicht schminke, wo ich lieber meine Haut so lasse, wie sie ist, weil ich zum Beispiel braun werden möchte? Das möchte ich mal gerne wissen, denn ich habe nämlich irgendwie Interesse, nochmal bestimmtes Hauttipp-Video für euch abzudrehen für den Sommer. Und dementsprechend habe ich ja auch meine eigene Meinung, ob ich mich gerne schminke im Sommer oder dann doch es eher lasse. Daher interessiert mich mal eure Meinung da draußen. Lasst es mich einfach mal in der Kommentarbox wissen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meiner aktuellen Foundation-Routine. Für meine Foundation-Routine benutze ich die Drogerie-Foundation von Catrice, die All Matte Plus in der Farbe 010 Light Beige. Ist für mich die optimalste Drogerie-Foundation. Trage die großzügig im Gesicht auf und verblende sie dann mit meinem Pinsel von innen nach außen. Wie ihr sehen könnt, mit so leichten, zupfenden Bewegungen bis hin zu den Ohren, gut unten am Hals verblenden. Auch hier an der Stirn seht ihr von innen nach außen das Produkt verblenden. Verblenden, verblenden, das ist das A und O. Meinen Lieblingsconcealer benutze ich von P2, das ist der Ultra Matt 24 Stunden Concealer in der hellsten Farbe 010. Den gebe ich so in so einer Art Dreiecksform unter die Augen auf. Ich habe auch immer so rote Stellen unten an den Nasenflügeln, da gebe ich auch noch ein bisschen Concealer drauf. Zum Highlighten gebe ich ihn auch auf den Nasenrücken, ein bisschen über der Lippe. Und ich habe auch noch so leichte rote Stellen oder Pickelchen hin und wieder am Kinn. Dann trage ich da auch noch was drauf. Der deckt das sehr gut ab. Zum Verblenden benutze ich mein Evelyn Eye. Das finde ich sehr praktisch. Du kommst wirklich gezielt mit der Spitze in jede kleinste Ecken rein. Du kannst es gut verblenden, auch wieder mit tupfenden Bewegungen einarbeiten. Und es verschmilzt sehr schön mit der Haut. Um mein Gesicht noch ein bisschen zu mattieren, benutze ich das Soft Kompakt Puder von Manhattan in der Farbe 1 Naturell. Das gebe ich noch mal ein bisschen grob über mein gesamtes Gesicht auf, damit alles schön miteinander fixiert wird. Der Concealer mit der Foundation in meine Haut. Und zum Konturieren benutze ich das Mua Bronzer Paket, wollte ich noch fast sagen, den Mua Bronzer in der Farbe 2. Er ist sehr schön, er hat noch so einen leichten Schimmer. Und ich finde ihn jetzt für den Sommer optimal und daher benutze ich ihn sehr gerne. Als Rouge, da seht ihr die 04 Rosewood von Alverde. Es ist auch so ein alt-rosé-schimmriger Ton. Den gebe ich dann auch nochmal über meinen Bronzer drüber, um noch so ein bisschen leichte Farbe ins Gesicht zu bringen und um es frischer wirken zu lassen. So, ja, kommen wir auch schon zur Augenbrauen, zu den Augenbrauen, da gehe ich mit einem kleinen Pinsel drüber, das ist einer von Essence, da habe ich jetzt keinen speziellen, aber ich benutze jetzt nicht den Essence Stift, sondern ich benutze einen MAC Augenbrauenstift in der Farbe Fling und ja, wer sehen möchte, wie ich meine Augenbrauen wirklich in Schritt für Schritt mache, der lässt es mich doch einfach mal unten in der Kommentarbox wissen, denn das war nämlich jetzt schon meine Foundation-Routine und ich hoffe, es hat euch gefallen. We'll be right back.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, unabhängig von meinem Augenbrauenstift, denn das ist nämlich ein High-End-Produkt. Habt ihr nämlich gesehen, dass ich nur Drogerieprodukte benutze und ich bin ein momentan riesengroßer Drogerie-Fan und deswegen gibt es auch einen Drogerie-Summer-Look, den ihr nochmal hier unter mir finden könnt. Falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, wie ich diesen Look hinbekommen habe, dann schaut es euch doch nochmal an, das Video. Ansonsten findet ihr hier auf dieser Seite nochmal das Video vom letzten Mal. Da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns ganz, 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 ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Mua! Dicken Kuss. Bye, bye.